Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge beim Civilization 6 Let's Play, die dritte Staffel. Ja, willkommen zurück im Ersten Weltkrieg. Auf der französischen Seite kämpfen wir gegen Deutschland, konnten die Stadt Metz einnehmen und haben viele, viele Doppeldecker gebaut und werden jetzt in dieser Folge hoffentlich noch ein paar Runden weiter überleben. Bis jetzt läuft es relativ entspannt. Gab zwar schon ein paar Einheiten, die wir verloren haben, aber wir sind doch noch relativ gut dabei, haben in 3 Runden plus 5 Kampfstärke für alle Einheiten und ja, mal sehen. Vielleicht nehmen wir doch mal Colmar ein, um mal ein bisschen Spannung reinzubringen. Mal sehen. Ja, dann gibt es schnell das Zitat und dann stoppt man diese Folge. Genau, das Thema ist die Qualität. Das Zitat stammt von Peter Zille und lautet: Vor Mittelmaß ist keine Größe sicher. So, dann geht es in die nächste Runde. Runde Nummer 20. Ja, natürlich haben wir irgendwo eine Einheit vergessen. Wir haben immer irgendwo eine Einheit vergessen. Das ist normal. Und hier auch. Die können wir aber gleich verknüpfen. Da oben ist noch eine schöne Artillerie, beziehungsweise ein Artilleriekorb von Belgien. So, jetzt aber. Mal sehen. Okay, okay. Hier wurden neue Einheiten gebaut. Hier wurde irgendwo eine Einheit angegriffen. Ah, okay, die haben dort auch Doppeldecker. Ja gut, wir können uns natürlich ein bisschen zurückziehen, dann passiert uns da auch erstmal nicht so viel. Genau. Hier hinten, ach ja, Maschinengewehre. Maschinengewehre und Stingerraketen. Nee, Maschinengewehre wären doch eine gute Sache. Ja, besser als gar keinen Angriff, außerdem gibt es Erfahrungspunkte. Und es hat ja dem Flugzeug auch nicht geschadet, beziehungsweise dem Doppeldecker. Ja, Beförderung. Die Artillerie, die rutscht nach Metz, bleibt aber dort. Nö, das würde ich erstmal verschanzen lassen. Der überspringt eine Runde. Ja, was machen wir mit dem Doppeldecker? Können wir den? Den können wir ja gar nicht in belgische Städte reinstecken. Das ist natürlich blöd. Ich dachte, wir könnten den ein bisschen nach unten rotieren lassen. Ungünstig. Da müssen wir wahrscheinlich warten und müssen hier irgendwo vielleicht einen Flugplatz bauen nochmal. Beziehungsweise eine Landepiste. Das sind ja alles Landepisten. Also richtig scheint das nicht zu klappen. Weil hier kommen wir auch nicht bis dahin. Ich glaube, das ist eher ja, kontraproduktiv vielleicht gewesen, so weit hinten so viele Flugplätze bzw. Landepisten zu errichten. Ja, aber was soll's, egal. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm, ich meine, wir könnten hier ruhig noch ein bisschen, ja, ein paar Straßenbahn, sage ich, ein paar Eisenbahnnetze aufbauen. Gut, aber mit 4 Einheiten angreifen, kritisch. Wobei wir hier ja eigentlich Einheiten haben, so ist es ja nicht. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Wir hätten natürlich eigentlich auf die Arti warten müssen. Ich meine, wieso sollen wir nicht Colmar angreifen, ja? Es spricht ja per se nichts dagegen, sich noch eine zweite Stadt zu holen. Aber wo ich das gesagt habe, ja, bitte immer schön vorsichtig, aber ihr seht ja, ja, okay, wir haben jetzt hier zweimal Doppeldecker-Schaden kassiert, interessanterweise hier unten, von da oben. Boah. Natürlich nicht so erfreulich, aber ja, den Doppeldecker können wir auch noch fertigstellen, aber wo setzen wir dich ein? Das ist halt die spannende Frage. Da sind Militärpioniere vielleicht doch sinnvoller an mancher Stelle. Aber nun gut, sei es drum. Ja, ich würde sagen, wir greifen hier trotzdem an dann. Und hier die Stadt, nee, die greifen wir natürlich erstmal noch nicht an. Dazu müssen wir erstmal warten, bis wir hier... Ach so, den müssen wir verknüpfen. So, ist natürlich die Artillerie nicht geschützt. Ungünstig. Besonders, weil hier auch wieder ein Infanteriekorb steht und nur darauf wartet, ja,
uns zu ärgern. Ich würde aber trotzdem die Stadt angreifen. Ja, wobei, eigentlich bringt es nichts. Nein. Dann lieber das Lager angreifen, wobei sich das auch wieder heilt. Also, ja, ist alles gerade ein bisschen Mädchen-Mädchen-Rechnung. Vielleicht, wenn wir den Doppeldecker dahin ziehen. Ich weiß, damit verlagern wir das alles ein bisschen nach Süden. Was eigentlich nicht gut ist, weil hier ist ja aktuell immer noch die Hauptfront. Zumindest sind hier noch zwei Doppeldecker. Hier sind auch noch ganz schön viele Flugplätze auf einmal aus dem Nichts entstanden. Zumindest gefühlt aus dem Nichts. So, ach, das soll sich ausruhen. Solange wie die Einheiten sich nicht bewegen, brauchen sie ja auch kein... Ja, das ist halt echt blöd. Das ist halt blöd. Wir können den... Ja, können wir hier hinten hin und her rotieren lassen, aber das bringt auch nicht viel. Das Maschinengewehr, das verschieben wir... Ja, ruhig mit hier hoch. Oder... Ah nein, das lassen wir hier in der Stadt dann. Die könnt... Ja, der gar nicht so schlecht. Stimmt, das Plündern. Das Plündern. Perfekt. Perfekt, das vergesse ich oft. Das vergesse ich sehr oft, irgendwo zu plündern. Ja, gut, weil es halt vielleicht nicht die schönste Sache ist, aber auch so. Man vergisst es einfach manchmal, dass man ja doch noch Aktionen machen kann, auch wenn die Bewegung eigentlich schon fast ausgereizt ist. Stark. Erforschung ist durch, so. Können wir das nochmal erforschen? Nee. Ja, moin, aber nee. Das machen wir natürlich nicht. Ja, wir machen erstmal die Artillerie dann besser. Wir verstärken die Artillerie. Maschinengewehre. Und noch ein Militärpionier. Ja, ach. Militärpioniere schaden nicht. Wobei wir hier vorne in Reims könnten wir eigentlich auch Doppeldecker bauen, sofern die da hochrotieren können. Ja, das ist halt die Frage. Aber hier könnten wir aber wieder einen Doppeldecker kaufen. Den können wir nicht kaufen, weil der Flugplatz... Das ist... Ach so, ach, das ist der Flugplatz. Ah, hm. Toll. Das ist dann nicht sinnvoll gewesen. Ich habe auch keinen eigenen Flugplatz. Düdüm. Na egal. Ja, vielleicht erklären wir doch noch kurz mal den Engländern den Krieg. Wieso nicht? Spaß. So, okay, seht, es wird hier nach Straßburg, von Straßburg aus die Einheiten nach unten gezogen. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, was hier passiert. Ja, jetzt können wir doch endlich mal angreifen und die Einheit... Ja, die befördern wir erstmal lieber. So, jetzt, ach so, da habe ich jetzt gepennt. Anstatt, dass ich die Stadt ein bisschen angreife, na egal. Geht das trotzdem noch? Ja, das geht noch. Das geht nicht. Dann müssen wir aber das hier machen. Damit wir Colmar einnehmen. Dann in der nächsten Runde hoffentlich. Ja, Maschinengewehr kann sich verknüpfen. Die Infanterie, die lassen wir in Reims stehen. Die Doppeldecker können wir nirgendwo. Huch. Na egal, den kriegen wir gleich nochmal zur Auswahl. Ach ja, Militärpioniere, genau. Ja, wir können ruhig hier schon mal weitergehen. Aufklärungsballon, wieso steht er hier so allein? Wer weiß. Oh, da kommt auf einmal ein General mit. Okay, spannend, spannend. Wir müssen vielleicht ab und zu mal gucken, was hier oben passiert. Aber hier passiert nicht viel über Belgien. Okay, das ist gut. Das ist gut. So, dann jetzt mal kurz überlegen. Erstmal natürlich die Stadt. Das ist das oberste Ziel, dass wir Colmar einnehmen. Ja, wir haben ja eigentlich genügend Einheiten. Ich denke, wir nehmen erstmal die Verwundete... Es sind alle beide verwundet, also es nimmt sich nicht viel. Ja, zack. So. Damit können wir nämlich direkt damit angreifen. Und haben... Ach, da unten... Oh,
Ups. Den habe ich jetzt übersehen. Naja, gut. Ja, haben wir trotzdem noch hier den Doppeldecker. Und die zwei haben wir ja auch noch zur Verfügung. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich ordentlich Schaden gemacht. Die hier können sich ausruhen. Der kann auch mit hier nachrutschen. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass hier irgendwie ein größerer Angriff aus Straßburg losgeht. Man hofft es jetzt nicht, aber... Also hier ein Flugplatz, das wäre natürlich genial, aber... Benötigt eine Bevölkerung von 7. Die werden wir nicht erreichen. Die werden wir nicht erreichen. Ja, was soll's. Nützt nichts. Ja. Genau. Ach nee, Quatsch, hier wollte man einen Flugplatz. Ja, das machen wir dann in der nächsten Runde. Eine schaffen wir auf jeden Fall noch. Geht ja eigentlich relativ fix jetzt zur Zeit. Ganz einfach, weil wir jetzt auch ein bisschen strukturierter vorgehen und weil es auch nicht so viel auf einmal gibt. Das hier mit Metz, das war halt ein bisschen, ja, okay, da war es halt, gab es halt mehrere Aktionen, die man beachten musste. Hier kann ich die neue Basis zuweisen. Aber das geht wieder nicht. Das ist doch manchmal echt komisch, oder? So, wen haben wir wieder vergessen? Ach ja, unseren Freund, den Militärpionier. Das Maschinengewehr wollten wir hier stehen lassen. Ja, dann gibt es hier noch 2 Einheiten. Hier passieren ein paar viele Flugzeugangriffe. Das ist gar nicht so toll. Angegriffen, angegriffen. Na gut, das ist aber erstmal nicht das Problem. So, okay. Dann bekommen wir das geregelt. Wir bekommen das nicht ganz geregelt. Das ist aber erstmal nicht schlimm. Den bekommen wir schon noch überzeugt, sich zu ergeben. Den lassen wir vielleicht mal, der kann sich erstmal heilen und ja, das reicht nicht. Aber wir können, ah, perfekt. Praktisch, praktisch, wenn man die Artillerie hier oben angreifen kann. Ja, weg ist er. Tja, eigentlich können wir auch gleich noch Straßburg einnehmen. Weil da ist halt ein Flugplatz, das wäre halt schon ratsam, weil von dort aus gehen ja zurzeit auch viele Angriffe los. Ach, wir können ja mal einen... kleinen Angriff wagen. Ich weiß es nicht. Ist das jetzt klug, Straßburg anzugreifen? Ja, der Flugplatz wäre halt schön, aber der kommt jetzt zu spät. Den bräuchten wir. Aber Nancy, haben wir schon einen Flugplatz. Wir können höchstens... Ja, die Waffenkammer. Hier hinten eine Festung. Und in Nancy haben wir schon 2 Doppeldecker. Dann machen wir ganz einfach, wir machen mal noch eine Arti. Infanterie. Ja, den schicken wir hier hin. Noch ein Maschinengewehr, noch eine Infanterie. Und ein Doppeldecker, 10 Runden, naja. So gefällt mir das doch schon. Das ist doch schon viel besser, wenn wir da schon 2 Doppeldecker haben auf einmal. Und der eine könnte sogar noch angreifen. Ja, den ziehen wir mal nach hier unten. Dann können wir nämlich eigentlich... Treffer. So, jetzt haben wir das Geld nämlich, denke ich, doch ordentlich genutzt. Weil wir haben jetzt ordentlich hier mit Doppeldeckern ja, nachgesorgt. Vorgesorgt, je nachdem, was wir wirklich noch vorhaben. Mal sehen. Genau, hier sollte der Flugplatz entstehen. Das geht leider nicht. Dann probieren wir es hier mal. Irgendwo in der Gegend. Das können wir auch auf Bereitschaft stellen. Den Doppeldecker können wir nirgendwo anders zuweisen. Dann Bereitschaft. Jawohl, so geht es ein bisschen vom Rotieren her. Aber eigentlich ist es, glaube ich, nicht Sinn und Zweck. Hier könnten wir auch mal eigentlich noch eine Landepiste erstellen. Oh, das war die letzte Aktion. Egal. Ich weiß nicht, ist es klug, Straßburg anzugreifen oder sollten wir das lassen? Wir können jetzt auch die 16 Runden halt noch ordentlich auf Def spielen. Das ist wahrscheinlich eigentlich das Klügere. Aber irgendwo hätte ich Bock, noch eine Stadt einzunehmen. Weiß ich nicht, ob das jetzt klug ist. So, die Runde machen wir auf jeden Fall noch mit. Mal gucken, ob uns irgendeine Einheit kaputt geht.
Oha. Ja. Und uns wurde. Ach, ich kann. Oh. Das hätte ich natürlich bedenken können, dass sowas auch geht, dass man mit Doppeldecker. Okay. Ja, das war jetzt nicht so geplant. Ja, wie du mir, so ich dir. Ist natürlich jetzt blöd, weil wir jetzt hier. Die haben wir ja nach hier unten gezogen. Können wir mit denen noch angreifen in Verdun? Ey, da kann aber hier oben angreifen. Da passiert nichts. Ich glaube, die hier werden auch zu weit weg sein. Ja, die sind für alles zu weit weg. Außer vielleicht, wenn wir. Ja, okay, das war jetzt blöd. Wir müssten eigentlich von hier unten mit einem Aufklärungsballon an die Stadt herantreten. Ja gut, aber den können wir befördern, das ist auch mal gut. Hier bauen wir die Kreuzung weiter. Hier ist ja eigentlich ein Aufklärungsballon jetzt. Okay, ja, das reicht nicht ganz. Da fehlt eine Bewegung. Schade. Aber, ja gut, wir können jetzt das Lager angreifen. Ja gut, ich meine, für Erfahrung kann man das machen, aber ansonsten bringt es halt nichts. Was wir höchstens noch machen können, genau, wir setzen den einmal nach Colmar. Hier sind ja auch plus zwei stationiert. Ja, dann machen wir halt weiter das Lager. Das nützt jetzt gerade nichts. Was soll man anderes tun? Man könnte den so einsetzen. Okay, dann wird er aber bestimmt auch angegriffen. Weil. Ist dann vielleicht doch zu riskant, dass man dann entdeckt wird. So hier jetzt eine Landepiste. Dann könnten wir den nämlich probieren, hier lang zu rotieren, ja. So, den hier unten dürfen wir nicht vergessen. Machen wir auch nicht. Der sollte dann in der nächsten Runde weg sein. Das ziehen wir gleich mit. Die Arti ziehen wir unbedingt mit, aber nicht in erster Reihe natürlich. Das wäre nicht so klug. Und den Militärpionier, den lassen wir hier noch bauen. So, die Runde würde ich gerne noch jetzt mitmachen. Einfach weil ich auch gespannt bin, was in Straßburg so ist. Was da so abgeht. Eins. Ja, es ist klar, dass der hier oben jetzt auch kaputt geht. Ja, okay, hat es doch überlebt. Interessant. Aber wahrscheinlich. Ja, den können wir eigentlich als Kamikaze einsetzen. Wobei, nee, wir lassen den mal tatsächlich, weil wenn die angreifen, also gut, ja, wir können ihn hier aufs Lager einsetzen, aber wenn die angreifen, dann nehmen die ja selber Schaden. Das ist vielleicht klüger. Generäle oder nochmal 5 Kampfstärke. Weil ich bin halt mit den Generälen, ja, okay, doch, wir machen das mal. Jetzt haben die Artis erstmal mehr Angriff, das ist. Sehr schön. Das ist sehr schön. Flugplatz brauchen wir hier hinten, denke ich mal, nicht. Denn das Rotieren ist ja so schwer. So, ich möchte jetzt endlich wissen, was hier Phase ist. Okay, zwei haben wir. Komme ich mit den zweien? Ah, da komme ich nicht hin. Ach ja. Den lassen wir mal lieber hier. Manchmal ist das echt ärgerlich. Deutliche Niederlage. Klingt jetzt nicht so gut. Besonders weil halt Straßburg auch relativ gut verteidigt ist. Das war vielleicht ein Fehler. Das war vielleicht ein Fehler, das jetzt zu machen. Jetzt müssen wir es aber eigentlich auch durchziehen, ja. Es ist halt jetzt blöd. Können wir den noch irgendwo sinnvoll einsetzen? Kann der von Nancy aus? Ja, müsste eigentlich, oder?
dass der von Nancy aus angreift. Wobei, der kommt ja auch nicht bis nach Straßburg. Wie soll dann der andere Militärpionier hier? 4 Runden, toll. Da bin ich schneller, wenn ich den kaufe und dahin schiebe. Oder wenn ich... Hier irgendwo ein Flugplatz. Das hier wäre perfekt. Ja, da wäre echt perfekt. Ah, das werden wir dann wahrscheinlich auch erst in der nächsten Runde rausfinden, beziehungsweise im nächsten Video, weil wir müssen ja jetzt auch doch langsam leider schon wieder an die Zeit denken. Ja, wir können das Lager zerstören, aber das bringt uns jetzt nicht viel. Außer halt Erfahrungspunkte. Aber was anderes können wir halt auch nicht machen damit, gerade mit den 2 Doppeldeckern. Die sind natürlich jetzt hier in erster Schusslinie, das ist halt sehr blöd. Dafür sehen wir halt aber, dass hier 2 Flugzeuge stationiert sind, die es doch eigentlich echt zu zerstören gilt. Nee, wir greifen noch nicht an. Wir machen, wenn dann hier das schön plündern. Hier können wir eigentlich auch plündern für 500 Gold, ja wieso nicht. Und hier plündern wir auch für Gesundheit. Eigentlich wäre hier Gesundheit besser gewesen, aber naja. So, ja, Arti müssen wir mitziehen, das ist klar. Und den Doppeldecker können wir auch nicht hier unten. Huch. Nee. Jo, da muss es auch aufs Lager gehen. Es ist halt blöd, dass wir hier nicht Straßburg angreifen können. Das ist ärgerlich. So, ja, hier können wir auch noch eine Eisenbahn errichten. Den können wir jetzt nach Reims schicken und von Reims dann dahin hoffentlich. Und dann ist der auch gut vorangekommen. So, ja, ganz normal. Eisenbahn. Bereitschaft. Und noch ein Maschinengewehr. Jetzt aber so, jetzt haben wir es durch. Ja, es sind noch 14 Runden. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt wirklich Straßburg anzugreifen. Aber ich denke mal, wenn wir das jetzt einmal angefangen haben, müssen wir es vielleicht auch zu Ende bringen. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir müssen es nicht, wir können uns auch wieder zurückziehen, das müsste ja auch alles gehen. Aber naja, mal sehen. Ja, dann war es das von der 4. Folge und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.